Herzlich willkommen, Kapitän und Kapitän, bei World of Warship. Nächste geile Video mit Henry 4. Henry habe ich mal gespielt und ich habe eine Skill ausgewiesen, was ich persönlich sehr überraschend fand auch. Aber wir gehen gleich mehr drauf ein. So habe ich mal erstmal meinen Henry geskillt. Und ich war ziemlich sehr begeistert auch. Weil, ganz einfach, Henry hat auch so wie die Wuchter auch alles dabei. Wir haben hier Mutterboost, DevA und hier wieder Booster. Ist ein, kann man sagen, extremer Allrunner. Wie gesagt, das ist wie die Wuchter ein Schweizer Taschenmesser, kann man sagen. Und ich habe hier Elite-Schütze geskillt. Bei den Franzosen, wenn ihr die Franzosen spielt, nicht vergessen, letzte Anstrengung zu skillen, weil auch relativ laut hier bis Tier 1 bis Tier 9 fliegt bei euch so oft die Ruder raus oder Antrieb zum oder der Antrieb. Das ist wieder ein Skill, was er wieder Pflicht ist. Bei Henry wieder nicht. Kann ich mal gucken. Bei den meine französischen Kreuzer überhaupt das noch drin ist, der Skill. Mal gucken. Sorry, wird mich das bei mir noch angezeigt als Pflichtskill? Gar nicht. Warum wird das hier nicht als Pflichtskill nicht angezeigt? Das finde ich wieder extrem merkwürdig. Weil bei mir ist bei den französischen Kreuzen fliegt so oft das Ruder raus oder Antrieb mit HE. Das war nicht in den Details nicht mal feierlich. Okay, das wird hier nicht angezeigt. Sehr, sehr ungewöhnlich. Wie gesagt, bei den Franzosen ist bei mir jedes Mal Antrieb raus, Ruder rausgeschossen mit HE. Das war schon so permanent nervig. Ich habe das zum Schluss mitgenommen. Aber warum das nicht als Pflichtskill nicht angezeigt wird bei den französischen Kreuzern, weiß ich persönlich leider nicht. So, wenn man sieht hier, ich habe hier hier Dings genommen, Elite-Schütze, Spezialist für Verbrauchsmaterial habe ich hier zusätzlich genommen, weil ich habe hier Defa dabei. Und wieder Booster und sonst andere Scherze. Und zusätzlich habe ich hier Hydro dabei. Ich könnte auch hier, Alternative als Hydro noch. Ne, Hydro und Defa, okay. Könnte auch Hydro mitnehmen. Wusste ich mehr. Wieso nicht drauf geguckt. So. Ich habe Pyrotechnik da mitgenommen. Kommen wir auf 25, ich glaube wir haben 24. Ich habe Artillerie-Rauschlag zusätzlich mitgenommen, Inspekteur und Tarnungsmeister. Ich habe noch 2 Points noch, ich könnte auch Flugabwehr skillen noch. Flugabwehr ist auch nicht so kacke, 6 Kilometer. Und wenn wir hier... Also Flugabwehr ist auch nicht relativ ordentlich. 2117, ne? Ist auch nicht so kacke. Wie gesagt, so habe ich mein Handy in die Richtung geskillt. Wie gesagt, ich habe die beides mitgenommen. Und es gibt auch einen besonderen Grund, auch weil ich das beides mitgenommen habe. Ganz einfach, weil ich habe auch Motorboost dabei. Ich habe hier knapp 200 Sekunden. Also ich habe mal bei DD habe ich einen Motorboost hier drin. Genau, ich baue mal das immer hier aus. So, dann gehen wir auf Henry. Wir haben hier Motorbus, haben wir, wie gesagt, knapp 200. Dann würde ich das zusätzlich noch reinklatschen. 260 Sekunden. Ich habe ja vorher schon mal getestet in meinem Co. Habe ich 3 Minuten 20. Jetzt mit diesem Skillwert, mit Henry, habt ihr über, glaube fast 4 Minuten, ungefähr geschätzt nur, weiß nicht, wie viele Minuten das sind. Sekunden sind immer so. Minuten, Sekunden könnte man nachrechnen. Hat man fast nur geschätzt, knapp 4 Minuten Motorboost mit in Henry. Und das ist schon hammergeil. Also, mein Verbrauchsmaterial zu skillen, kann man sagen, ist schon kreativ geil. Wie gesagt, die beiden Skills sollte man doch nicht unterschätzen. Die sind echt hilfreich. Wie gesagt, es ist nur von mir persönlich eine Empfehlung.
keine Pflicht. Aber ihr könnt, wenn ihr Mutterboost oft benutzt, ich hab den Mutterboost mal so geskillt, mal, habt den Mutterboost so schnell ready, und ihr seid so lange unterwegs mit dem Mutterboost mit Henry, weil mit dem Henry müsst ihr sehr viel bewegen, ihr dürft mit dem Schiff nicht stehen bleiben. Wenn ihr mit dem Schiff stehen bleibt, weil das Ding fährt beinahe wie ein Schlachtschiff, bis das Ding richtig am Fahren tut und sonst irgendwas, das seid ihr schon raus. Deswegen, es ist eine Empfehlung, aber der Mutterboost ist hier schon richtig geil eigentlich. Fast 4 Minuten Mutterboost, ist das schon top wert schon mal, würde ich so mal sagen. Aber wie gesagt, es ist nur ein rein Empfehlungswert. Ich weiß nicht mehr, was ich hier vorher genommen habe. Ich glaube, das habe ich drin. Deswegen, so habt ihr geklappt, 200 Sekunden. So, wieder da, kurz kleine Störung. Wie gesagt, mit den Mutterboost ist so eine Sache immer. Es ist so ein Empfehlungswert, aber kein Pflicht immer. Wie gesagt, das Skill hat mir. War ich ziemlich so überrascht, wie lange ich damit nur rumtüppel bin. Deswegen. Wie gesagt, es ist nur ein Empfehlungswert. So. Wir sagen, wenn es euch gefallen mit den Henry-Skill, lasst den Daumen nach oben. Wie gesagt, es ist nur ein rein Empfehlungswert, kein Pflicht-Skill. Deswegen. Dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch schönen Abend und bis das nächste geile Video haut rein.